Ja, das klingt einfach wunderbar. Es ist, ist ja nicht nur im Männerfußball ein Klassiker, sondern Deutschland-England in Wembley ist ja schon legendär. Und ja, wir freuen uns alle sehr auf das Finale und dass wir das heute geschafft haben. Also wir haben immer gesagt, wir wollen für den Frauenfußball mehr Sichtbarkeit. Und mehr Sichtbarkeit als Wembley vor 90.000 geht eigentlich gar nicht. Und das ist das eine, also dass das geschafft worden ist, das ist ein großer Erfolg und ist ganz wichtig. Aber es geht um Sichtbarkeit, aber es geht auch um Gesichter. Weil ich finde, wir haben schon, oder nicht wir, sondern die Mannschaft hat es schon vermocht, innerhalb dieses Turniers und auch heute wieder sozusagen, ja, wir haben starke Charaktere und Personen und Spielerinnen, die vor 3 oder 4 Wochen vielleicht einer größeren Öffentlichkeit noch nicht bekannt waren, die sind auf einmal in aller Munde. Und das ist genau das, was wir auch wollen und brauchen, diese Gesichter, weil das sind sozusagen auch Botschafterinnen dann für den Frauenfußball insgesamt. Und wir hoffen, dass diese Vorbildfunktion, die viele ja auch jetzt, glaube ich, gewonnen haben in dieser Zeit, dass sich das durchträgt und auch in die Vereine an der Basis und viele animiert werden, viele junge Frauen und Mädchen in die Fußballvereine zu gehen. Großartig.